Ich habe eine Einladung von Lisa zum Geburtstag. Mama, liest du sie mir vor? Oh, was? Und ich bin nicht eingeladen? Ich bin doch auch Lisas Freundin. Wir sind doch zusammen in der Baumhausbande. Das ist gemein. Liebe Lena, liebe Anna. Anna, du bist auch eingeladen. Ich bin doch eingeladen. Das ist ja cool. Ich freue mich schon. Anna, die Einladung ist für uns beide. Juhu, ich freue mich auch. Ich weiß auch, was Lisa sich wünscht. Ein Buch mit Prinzessinnengeschichten. Ah, gut, dann werden wir morgen gleich eines kaufen gehen. Ja, und ich möchte ihr noch so einen Schmetterling schenken, wie ich habe. Okay. Alles Gute zum Geburtstag, Lisa. Danke, Laura. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lisa. Alles Gute, danke. Hier dein Geschenk. Oh, danke. Hallo. Schau mal, Mama. Jetzt habe ich den gleichen Schmetterling wie Lena. Der sieht ja schön aus. Ihr könnt jetzt mit ins Wohnzimmer kommen. Lara und Lukas sind auch schon da. Hallo. Jetzt packe ich zuerst noch meine Geschenke aus. Oh, eine schöne Handtasche. Cool. Lena, jetzt können wir zusammen unseren Schmetterling spielen. Und das Prinzessinnenbuch, das habe ich mir gewünscht. Ich sammle hier mal das ganze Geschenkpapier ein. Jetzt gehen wir runter und essen Kuchen. Ja! Ja! Ihr dürft euch einen Platz aussuchen. Hier ist die Geburtstagstorte. Aber bevor ich sie anschneide, muss Lisa natürlich die Kerzen auspusten. Ist der Kuchen ohne Nüsse? Weil Anna darf keine Nüsse essen. Der Kuchen ist ohne Nüsse. Ich habe beim Backen extra aufgepasst. Ah, gut. Der sieht nämlich sehr lecker aus. Lecker. Mama, spielen wir dann gleich ein Spiel? Ja, wenn alle fertig mit Essen sind. Ich bin fertig. Ich auch. Okay, dann räume ich jetzt den Tisch ab und dann machen wir gleich hier das erste Spiel. Juhu! Und den Klapptisch räumen wir auch beiseite. Lisa, was ist das erste Spiel? Mehl essen, kennst du das? Nein, wie geht das? Ich werde es gleich erklären. Wow, mein Riesenberg Mehl. Ja, genau. Ich habe hier einen Riesenberg Mehl hingeschüttet und obendrauf liegt eine Süßigkeit. Reihum muss jedes Kind mit dem Löffel ein Stück vom Berg abstechen. Der oder die, bei dem die Süßigkeit runterfällt, muss dann nur mit dem Mund und mit den Händen auf dem Rücken die Süßigkeit aus dem Mehl herausessen. Oh, wei. Ui. Das ist witzig. Das Geburtstagskind fängt an. Auf geht's. Jetzt geht's noch einfach. Bei mir ist auch nichts passiert. Puh, nicht runtergefallen. Jetzt wird der Berg schon schmaler. Uiuiui. Oh, Anna, nicht so große Stücke abschneiden. Jetzt bin ich dran. Ist noch liegen geblieben. Oh je. Jetzt wird's aber kritisch. Lena, Lena, Lena! Nein! Es ist runtergefallen! Hände hinter dem Rücken! Aber die Süßigkeit hat gut geschmeckt. Hier hast du ein Handtuch, Lena, damit du dein Gesicht sauber machen kannst. Danke. So, jetzt ist schon besser. Draußen im Garten wartet die nächste Überraschung für euch. Oh, was ist da wohl? Ein Einhorn. Wisst ihr denn schon alle, wie das geht? Nein. Das nennt man Pinata. Das Einhorn ist aus Papier und darin sind Süßigkeiten versteckt. Oh. Ihr stellt euch jetzt in eine Reihe auf und dann darf jeder von euch einmal mit dem Stock dagegen schlagen. Wenn Süßigkeiten herausfallen, dürft ihr sofort hinrennen und so viel einsammeln, wie ihr könnt. Alles klar. Lena, du hast beim vorherigen Spiel verloren, deswegen darfst du jetzt anfangen. Cool. Das Einhorn sieht viel zu schön aus. Soll ich da wirklich dagegen schlagen?
Ja, du willst doch auch die Süßigkeiten haben, oder? Okay. Nichts rausgefallen. Ja, du musst fester schlagen, Lena. Halt, Lukas. Jeder darf nur einmal schlagen. Ach Mann. Hier, bitte, Lisa. Danke. So, Lisa, jetzt hau mal kräftig drauf. Oh, oh. Du meine Güte. Juhu, Süßigkeiten. Oh je, Papa, das tut mir leid. Schnell alles einsammeln. Süßigkeiten. Juhu, so viel. Geht's wieder? Boah, sie hat mich voll erwischt. Ah, zum Glück nicht am Kopf. Schau mal, was ich alles gesammelt habe. Ich habe auch eine ganze Tüte voll. Das war eine tolle Geburtstagsparty, Lisa. Ja, ich find's auch cool. Papa, machen wir es nächstes Jahr wieder mit der Pinata? Ja, vielleicht. Aber ich ziehe dann besser Schutzkleidung und einen Helm an. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier gleich weiterschauen. Hier gibt es jetzt weitere Videos von Familie Hauser.